Ich glaube, dass die Märkte alle Wirtschaftsdaten vor dem Brexit nun verwerten werden. Adolfo Laurenti, Banca Safra Sarasin. Die britische Handelsbilanz für Mai wird am Freitag erscheinen. Im April ging das britische Handelsbilanzdefizit auf 3.294 Millionen Pfund zurück. Die beste Marke seit September 2015, da sowohl die Waren- als auch die Dienstleistungsexporte den größten Aufschwung seit mehr als 6 Jahren verzeichneten. Der Brexit hatte eine hohe Volatilität verursacht. Die Verhandlungen mit der EU sind besonders besorgniserregend. Glauben Sie, dass die Datenveröffentlichung am Freitag die Märkte in Bewegung setzen wird? Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Märkte werden diese Daten vernachlässigen. Unserer Auffassung nach bildet der Brexit eine Wasserscheide für alle Prognosen. Ich glaube, die Märkte werden alle Daten, die vor dem Brexit-Referendum erschienen sind, einfach verwerfen. Alle werden nur auf die Daten aufpassen, welche nach dem Referendum erscheinen werden. Diese sind unter den neuen Bedingungen viel aussagekräftiger. Wir erwarten, dass die Daten für Juli, welche in wenigen Monaten erscheinen sollen, eine drastische Verschlechterung der Handelsposition Großbritanniens darstellen werden. Der chinesische Kixin-Dienstleistungs-PMI erscheint am Dienstag. Im Mai lag der Index bei 51,2 und verzeichnete einen Rückgang gegenüber den 51,8 vom April sowie den fehlenden Marktkonsens. Werden auch die Juni-Daten diesen Abwärtstrend fortsetzen? Es sieht so aus. Die jüngsten chinesischen Daten haben uns enttäuscht. Letzte Woche sind die PMIs des herstellenden und des nicht herstellenden Sektors erschienen. Im Allgemeinen hält sich der Dienstleistungssektor besser übers Wasser. Die Herstellung gibt aber nach. Zweifellos erlebt die chinesische Wirtschaft eine weitere Anpassungsperiode. Das Wachstum am Jahresanfang wurde durch politische Maßnahmen und Kredite angekurbelt. Nun versucht die Regierung, dieses Wachstum zu zügeln. Diese Regierungsmaßnahmen haben ein kurzfristiges, zyklisches Schwanken der Wirtschaftsdaten zur Folge. Momentan sehen wir einen Rücklauf, was einen weiteren politischen Eingriff zur Unterstützung des Wachstums in China später in diesem Jahr erwarten lässt. Mittlerweile ist es noch nicht der Fall und unsere Erwartungen bezüglich neuer Daten in den kommenden Wochen sind pessimistisch. Da sind wir bärisch gestimmt. Die US-Arbeitslosenquote übertraf die Markterwartungen und ging im Mai um 0,3% auf 4,7% zurück. Das ist die niedrigste Marke seit November 2007. Am Freitag werden Daten für Juni erscheinen und die Märkte erwarten einen Anstieg auf 4,8%. Stimmen Sie zu, dass die US-Arbeitslosenquote im Juni steigen wird? Ist das für Sie ein wichtiger Anzeiger? Ja, es ist durchaus möglich, dass die US-Arbeitslosenquote zulegen wird. Das ist auf die Antriebskräfte des großen Rückgangs vom Vormonat zurückzuführen. Es gab keine große Zunahme von neuen Arbeitsstellen, aber die Erwerbsquote ist drastisch zurückgegangen. Wir glauben, die Entwicklungen werden den normalen Trend wieder aufnehmen und zu einem Anstieg der Arbeitslosenquote führen. Nein, diese Daten sind für die aktuelle Lage auf dem US-Arbeitsmarkt nicht ausreichend. Wir haben weitere Indikatoren von dem ISM, Umfragen, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Sie machen einen viel besseren Eindruck als vorhin. Im Mai fiel die Anzahl der neuen Jobs sehr enttäuschend aus. Am Freitag erwarten wir die nächste Datenration. Diese dürfte vielleicht eine Verbesserung der Arbeitsbeschaffung anzeigen, welche mit anderen erwähnten Indikatoren konsistent wäre. Im Allgemeinen rechnen wir mit weiteren positiven Entwicklungen auf dem US-Arbeitsmarkt und mit deren Beschleunigung im zweiten Halbjahr nach dem enttäuschenden ersten Quartal. Mittlerweile sind die USA ein Lichtblick im Brexit-Gewitter. Aber das Ende dieser ganzen Geschichte erfahren wir erst später in diesem Jahr.
Adolfo Lorenti, vielen Dank für den Beitritt. Das war's für die wöchentliche Aussicht. Bleiben Sie mit Dokaskope TV stets auf dem Laufenden. Auf Wiedersehen.